Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Risen 3 Titan Lords, hier im Haus der Magier. Und wie wunderschön die Spiegelung auf dem Boden aussieht, oder? Ist mir direkt aufgefallen. Wir machen direkt weiter hier mit unserem guten Feinkoster, wenn man so möchte. Ja, der gute Lumbrock. Erasmus, haben wir beim letzten Mal kennengelernt, ist hier geistig ein bisschen verwirrt, würde ich sagen. Ich muss noch einige Dinge berechnen. Den Reaktor zu starten hat höchste Priorität. Ja, und dafür müssen wir auf jeden Fall nach Takarigua. Busy. Hey. Na, du? Oh, du nix, Zaubermann. Busy sofort erkannt. Ja, ist ja auch nicht so schwer. Ja, aber gut kombiniert für einen Gnom. Echt aufmerksam. Respekt. Gut kombiniert, Kleiner. Jipp. Busy Taki Bücher und bringen an richtigen Ort. Nix immer richtig sortiert. Aber mit Zeit, ich werde besser. Ohne Halpo von Gno, großes Chaos. Naja, wenn ich mir hinten die Bücherregale so angucke, sieht das nicht ganz so ordentlich aus. Behandeln dich die Magier gut? Wenn Busy später bei Halpo, Zaubermänner Smiller. Verstehe, wenn du fleißig bist, dann sind die Magier zufrieden mit dir. Jip, jip. Darum viel arbeiten, wenig bla bla. Meister Lumbrock immer sagen, Reden ist Silber und Ohrfeigen sind Gold. Bitte was? Es heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Homi, sicher? Ganz sicher. Sprachunterricht, Lumbrock, du Gemeiner. Oh Mann, aber sehr schön, oder? Wie er hier gerade wirklich in seinem an einem Kristallhandschuh arbeitet. Naja, man muss sowieso sagen, dass hier auf Taranis, wie ich finde, das Lager echt schön gestaltet ist. Also ich liebe dieses Lager. Erinnert mich sehr an das Kloster aus... Faruko. Benimm dich hier. Ja. Kristalle, Reaktoren, Titanen. Erinnert mich sehr an das Kloster aus, Gothic 2, beziehungsweise... Was ist denn los? Kleiner Gnom. Ja, entweder an das Kloster aus Gothic 2 oder an die Vulkanfestung aus Risen 1. So, Faruko. Aha, aha. Ein Neuankömmling hier auf Taranis. Grund für deinen Aufenthalt auf Taranis? Ja, Antworten streng geheim. Ja, Magier stimmt ja auch nur indirekt. Das im Hintergrund ist übrigens Caldera, jetzt weiß ich's, die Stadt da im Hintergrund. Aber okay, ja, Suche nach Antworten, würde ich sagen. Ich bin auf der Suche nach Antworten. Das sind wir alle. Aber wir halten niemanden von der Arbeit ab. Wenn ich Antworten suche, studiere ich die alten Schriften. Das kostet Zeit und Schlaf. Aber weiter im Prozedere. Ich werde deine Ankunft dokumentieren und archivieren. Jede Information kann wichtig sein. Na, wenn du das sagst. Okay, wozu sammelt ihr denn bitte so viele Informationen? Das wirkt ja schon beinahe wie ein Kontrollstaat oder sowas in der Richtung. Ganz, ganz übertrieben natürlich. Wozu braucht ihr die ganzen Informationen? In dieser Zeit muss es eine Institution geben, die das Wissen der Menschheit zusammenträgt. Verlieren wir das Wissen, verlieren wir auch die Chance auf eine Zukunft. Allein die Vorstellung, wie viel Wissen durch den Zwist mit der Inquisition verloren ging, erschüttert mich zutiefst. Was macht Bones da? Ich glaube, Bones will eindeutig die Rolle des Heldens übernehmen. Was weißt du denn über die Schatten? Kannst du mir etwas über die Schatten erzählen? Lass mich mal überlegen. Ihre Art wandelt nicht das erste Mal über diese Welt. Irgendwas treibt sie an. Nur was es ist, das kann ich nicht sagen. Sicher ist, dass wenn sie nicht gestoppt werden, die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht. Aber dank unseres Reaktors sind wir gewappnet. Ah, ich würde sagen, dass das sogar über die Existenz der Menschheit hinausgeht, was hier für eine Bedrohung zu finden ist. Aber okay, wie wurden denn die Schatten damals besiegt? Ist es nicht möglich, es genauso erneut zu tun? Wie wurden die Schatten damals besiegt? Dein Scharfsinn beeindruckt mich. Diese Frage ist in der Tat eine Überlegung wert. Ich schätze nicht, dass die Menschen damals etwas wie unseren Reaktor erschaffen konnten. Vielleicht findet man die Antwort bei den Dämonenjägern oder Eingeborenen. Aber von deren Hokuspokus würde ich mir keine adäquaten Antworten versprechen. Ah ja, okay.
Und kannst du... Wobei, die Dämonenjäger, wie gesagt, mit der Runenmagie sind ja jetzt auch nicht so viel primitiver. Die Eingeborenen, ja, die haben ihre Ahnen und so weiter, aber die Dämonenjäger mit der Runenmagie? Naja. Ja, kannst du mir Sachen beibringen? Das ist eine gute Frage. Kannst du mir Sachen beibringen? Wenn du mir den nötigen Obolus überlässt, dann sollte das kein Problem sein. Zauber kann ich dir natürlich keine beibringen. Zumindest nicht, solange du keiner von uns bist. Ja, ja, alles zu seiner Zeit. Bring mir etwas bei. Dann lass mal sehen, was du schon kannst. Toll. Hast du keine Angst, dass jemand die Bücher hier stehlen könnte? Nein. Zwischen all den Trunkenbolden gibt es nur wenige, die des Lesens mächtig sind. Also wird ihr Interesse an unseren Pergamenten wohl eher nachrangig sein. Das Schlimmste, was uns Magiern passieren könnte, wäre der Verlust der Kristalle. Aber auch da haben wir die nötigen Vorkehrungen getroffen. Okay, die da wären... Welche Vorkehrungen gegen Diebe habt ihr getroffen? Die einfachsten Mittel sind zugleich die effektivsten. Nimm mich zum Beispiel. Ich verstaue meine Wertsachen stets in meiner eigenen Truhe. Und weil natürlich jeder Dieb den Schlüssel bei mir suchen würde, habe ich ihn dem Gnom Zakir übereignet. Du siehst, ein absolut sicheres System. Absolut. Mit Zakir sprechen. Ich hätte das Buch schon gerne. Nix, Taki. Mimi. Altes Wissen, Bett. Wo ist denn... Tutaki? Wo ist denn die Kiste? Wo ist denn seine Kiste? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, darf ich mal? Danke. So, das war's hier dann auch mit dem Magier. Seht das, wir arbeiten Stück für Stück vor. Sie gehörte dem Führer der Expedition, die den Jungbrunnen damals fand. Doch er starb, bevor er selbst von dem tödlichen Wasser kosten konnte. Die Fiole soll auf Takarigua vergraben worden sein. So, so. Die Fiole, der Schatz eines namenlosen Kapitäns. Okay, zwei neue Aufgaben und zugleich ein legendärer Gegenstand. So, was haben wir denn hier? Ach, Farukos Kiste. Logisch, dafür ist der Schlüssel. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall noch einmal zu Zakir gehen. Und dann gehen wir noch einmal hier noch eine Etage höher. Und haben hier wohl den großen Speisesaal. Und eine schwer verschlossene Truhe. Und noch einmal dieses große Gemälde, das sehr, sehr schön aussieht. Würde ich mir auch gerne aufhängen. 1, 2, 3. 1, 2. Und jetzt die 3. Perfekt. Perle, Smaragd. Mann, ich brauche einen Diamanten. Das darf nicht wahr sein. Krug, Messer. Kerzenhalter. Alles schon aufgegessen hier, nur nicht abgeräumt. Ach Gott, da sieht man jemand an. Ihr wisst ja, wir wollen dafür sorgen, dass man hier mit den Fingern isst. Deshalb müssen wir das ganze Besteck mitnehmen. Tut mir leid. Ja, ja, diese zivilisierten Magier, die denken auch, nur weil die Besteck haben, seien die was Besonderes. So, das war's mit dem Besteck. So, und hier geht's noch weiter nach oben. Halt! In den Privatgemächern von Meister Lumbrock hast du nichts zu suchen. Ist das so? Ja, und meine Anweisungen waren sehr deutlich. Niemandem ist Zutritt zu gewähren und daran werde ich mich halten. Ja, aber wir sollen ihm ja das Buch besorgen, wer sich noch erinnern kann. Lass mich durch. Ohne guten Grund? Nein. Meister Lumbrock hat mich beauftragt, ein Buch zu holen. Ach, hat er das? Nun, zufälligerweise sind mir die Bücher in seinen Gemächern bekannt. Dann nenn mir mal den Titel, wollen mal sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Metaphysische Transzendenz. Hm. Das Buch liegt tatsächlich hier. Gut, du darfst passieren. Aber denk dran, nur das Buch, sonst nichts. Dank meiner Rallye-Lehrerin. Ja, Transzendenz, eine ja, bewusstseinsüberschreitende Erfahrung, habe ich jetzt ganz spontan einfach mal genommen. Nur das Buch natürlich. Boah, das ist aber ein schönes Zimmer hier oben, oder? Das nehme ich.
Lumbrocks Truhe. Boah. Schnaps der Schatten des Blutes, des Kampfes, des Todes. Lumbrocks Kristallbeutel. Gold. Leises Versprechen. Die Macht dieses Buches können Menschen nicht widerstehen. Ein legendärer Gegenstand. Ah ja. Magische Transzendenz. Feuerregen. Sehr, sehr schönes Zimmer, muss ich schon sagen. Schick, schick. Auch wenn die Belichtung ein bisschen spinnt. Halt mich nicht von der Arbeit ab. Mit einer eigenen Zimmerwache. Ja, ja. Gut, so viel dazu. Dann haben wir das Haus der Magier scheinbar fertig erkundet. Lumbrock, ich habe was für dich. Ein wunderschönes Buch. Hier können wir ganz kurz reinschauen. Um was genau sich dabei überhaupt handelt. Das sollte auch nicht gerade uninteressant sein. Und dann können wir mal in seinen Beutel blicken. Denn ich denke mal, da wird auch so einiges Interessantes drin sein. Nämlich Kristalle. Dieses Buch gibt einen idealen Staubfänger in jeder Bibliothek ab. Ach, können wir gar nicht öffnen. Na, auch gut. Monolithenstein, da, Talbots Liste. Ab sofort erwarte ich eine genaue Auflistung aller Gnome, die im Dienste der Magier stehen. Dazu ist es unerlässlich, dass ihr aktueller Standort schriftlich festgehalten werden muss. Es fehlen auch die Aufenthaltsorte der Gnome Dakil, Faris und Gadi, Magnus General. Anmerkung von Talbot, toller Befehl, soll ich jetzt die ganze Insel nach ihnen absuchen oder was? Die sehen doch alle gleich aus. Ich bin mir sicher, dass einer von ihnen in den Minen steckt. Aber welcher? Und am Hafen werde ich auch fündig werden. Der letzte könnte glatt unter meiner Nase stehen und ich würde es nicht merken. Für wahr, nehme ich direkt am Lager. Oh, 5 Teleportsteine, sehr schön. Ist der Beutel hier? Gesuchtes Lumbrocks Kristallbeutel. Okay, da ist er doch. Dreimal. Naja, Lumbrock. Ich habe das Buch, das du wolltest. Formidabel. Es ist ein echtes Unikat. Aber natürlich weißt du das nicht. Meister Horatio, möge er in Frieden ruhen, hat es höchst selbst verfasst. Aber ich merke schon, das interessiert dich nicht. Darum nimm diese 10 Goldmünzen als Dank. Für einen Büttel ist dies Lohn genug. Dankeschön. Glaub mir, meine Belohnung habe ich mir oben schon selbst genommen. Na gut, haben wir es auch geschafft. Dann fehlt noch ein Magier, fällt mir spontan ein. Hallo Ilva. Mit dem wir auf jeden Fall noch reden müssen. Und zwar ist der hier hinten. Moment, haben wir hier noch was? Ein Krug, das hat sich ja gelohnt. Und ein Löffel. Und eine silberne Karaffe. So, und zwar führt hier noch ein Weg hinunter. Ihr wisst ja, einer der Magier erkundet Pflanzen oder erforscht Pflanzen. Und hat für nichts anderes Gedanken übrig, außer für Pflanzen. Und den werden wir hier unten im Kellerchen finden. Ja, ich präsentiere euch Nergal. Nachdem wir hier ein paar Sachen mitgenommen haben. Seelenflechte. Trinkhorn. Klingenblatt. Sein Kristallbeutel, Gold und, ja, dem scheint das recht gleichgültig zu sein. Energiewelle, Kerzenhalter. Raus hier! Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Entschuldigung, okay, egal, ist ihm doch nicht. Wen haben wir denn hier? Hiwi! Hey, Hiwi! Mit Takatini Planta, Granne Planta. Was machst du? Brontoplanta, Maroplanta, Vicoplanta. Okay, vergessen wir das Thema. Ach, ist der süß. Der kann gar kein, menschlich oder deutsch oder wie auch immer. So, schleiche ich mir nochmal hier rein. Ich dachte, wir dürften hier auch so laufen, aber da ist der gute Negal dann doch böse. Was haben wir denn hier? Das sieht ja mal richtig interessant aus.
Aha. Was hat der denn hier für eine riesige Kelleranlage? Was? Was zum Teufel? Lami? Lami nur Luki Luki. Lami nix gibi zu Homi. Was? Wovon sprichst du, Kleiner? Lami Luki in Loch. Tiefes Loch. Dann fällt er runter. Nun Lami hier. Verstehe. Du bist also in den Brunnen gefallen. Soll ich dir hier raushelfen? Oh nein. Lami muss hier unten bleiben. Sonst wird Meister mich sehen. Nicht gut, gar nicht gut. Wer ist denn dein Meister? Lami besser für sich behalten, sonst geht Homi zum Meister und Lami kriegen Ärger. Ach Lami, du kleiner Süßer. Der Ausreißer, das ist also der Gnom, der verschwunden ist, ich verstehe. Das wusste ich ja noch gar nicht, die Aufgabe habe ich auch nicht gelöst. Ich sag ja, es ist so gut, dass wir das Spiel nochmal spielen. Ich sag's ja. Wie lange bist du schon hier unten? Lami nicht wissen. Mulo Mulo Mondi. Viele Monate. Das ist lange. Jep, jep. Der Arme. Ich bin noch nicht gut genug. Silberzunge 70. Wie viel haben wir denn? Dann hätten wir 70. Nein. Ich schau mal ganz kurz, ob wir vielleicht einen Trank haben, der uns da weiterhelfen kann. Blutregeneration sieht nicht so aus. Was machen wir? Hier haben wir schon mal Silberzunge plus 5. Einfluss. Ja, machen wir. Lami? Lass uns nochmal über die Dinge reden, die du mir nicht geben wolltest. Glitzersteine? Wäre es nicht gut, wenn ich eine Lieferung von dir zu Abbas bringe? Lami will Glitzersteine behalten. Abbas würde sich bestimmt über ein Abschiedsgeschenk freuen. Na gut, ein paar kann Homi zu Abbas bringen. Diamant erhalten. Oh, super. Habe nichts für Homi. Super, perfekt. Was haben wir hier? Messer. Das ist ja genial, dass der sich hier versteckt. Das wusste ich wirklich nicht. Das ist zum Beispiel eine der Aufgaben, die ich nie gelöst habe. Das ist ja unglaublich. Das freut mich gerade richtig. Sowas zaubert jetzt wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Weil wir jetzt wirklich etwas gefunden haben, wofür es sich gelohnt hat, das ganze Spiel nochmal zu spielen. Alleine hierfür. Denn ich will wirklich jede Aufgabe lösen. Wir haben auch schon einige legendäre Gegenstände gefunden, die ich zuvor nicht gefunden habe. Und dafür lohnt es sich. Sowas zeigt mir, dass das Ganze nicht umsonst ist, sondern dass ich wirklich damals, man kann es nicht anders sagen, nicht gründlich genug gespielt habe. Und das hat mich zutiefst geärgert, als ich das Stück für Stück mitbekommen habe, dass ich viel, viel mehr hätte rausholen können aus dem Spiel. Ach, Herr Jemine, ist das schön hier. Hier ist zwar rein gar nichts, außer Wasser und Kristall, aber schön. Hoffentlich dürfen wir die Diamanten behalten, wir bräuchten nämlich einen davon. So. Eine Kristallader. Da hat der gute Nigal hier einfach mal einen riesigen, riesigen Brunnen in seinem ja, Arbeitszimmer. Auch nicht schlecht, oder? Verdursten wird er auf jeden Fall nicht. Na gut. Da haben wir den Ausreißer gefunden. Wahnsinn. Hätte ich niemals mit gerechnet.
Diese Magier. Unglaublich. Schnell raus hier. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ja, ja. Nergal. Was riecht hier denn so gut? Wer? Wie? Matricaria recutita. Hä? Herrje, Camille, Kretter. Ja, du bist eindeutig Alchemist. Du bist also der Alchemist. Etwas lauter, bitte. Ich höre etwas schlecht. Ob du der Alchemist bist? Aber selbstverständlich bin ich das. Ich meine Kristalle. Die Magie liegt in den Pflanzen. Das ist doch eindeutig. Ah ja, das sieht aber, glaube ich, nur eher so. Und woran arbeitest du gerade? Ich meine, diese Leuchtpilze da sehen ja sehr, sehr interessant aus. Woran arbeitest du gerade? Also, du musst wissen, dass wir hier auf Taranis mehrere Klimazonen haben. Und? Und du hast mich nicht zu unterbrechen! Bedingt durch diesen Umstand wächst hier ein besonderes Kraut, das ich Taranis-Kraut getauft habe. Allein die Vorstellung, was für Kräfte in dieser Pflanze schlummern könnten, beflügelt meinen Geist. Wenn ich nur 5 Exemplare hätte, könnte ich meine Studien fortsetzen. Naja, gut, wo wächst das Kraut denn? Wo wächst das Taranis-Kraut? Sieh dich in der Mitte der Insel um. Dort wird ein Fluss von einem Wasserfall gespeist. Und dort sollst du auch fündig werden. Lass die Natur dein Wegweiser sein. Ja, die ersten haben wir bereits gefunden. Aber warum schickst du nicht jemand anderen los, der das Kraut besorgt? Der das Kraut sorgt. Ich rede wieder in Unsinn, Leute. Warum schickst du nicht jemanden, der dir das Kraut besorgt? Hab ich doch. Aber diese vermaledeiten Gnome bringen mir ständig die falschen Kräuter. Vor kurzem brachte man mir eine ganz gewöhnliche Kaluna vulgaris. Was bitteschön soll ich mit einer Kaluna vulgaris? Hä? Achte auf deinen Blutdruck. Fürwahr. Wird's dir unten denn nicht ein bisschen langweilig? Ich meine, eine Person, die sich so schnell aufregt wie er, für ihn ist das eigentlich genau das Richtige hier unten, aber trotzdem, ich meine, hier immer alleine außer ein Gnom, der nicht mal ein Wort versteht? Wird dir hier unten nicht langweilig? Lang? Langweilig? E contrario! Die hohe Kunst der Alchemie ist niemals langweilig! Das Studium der magischen Ingredienzien benötigt Zeit. Schreib er sich das hinter die Ohren. Schon gut, ich hab's kapiert. Oh, wie ich es hasse, wenn Leute in dritter Person über einen reden, obwohl man gegenübersteht, schreibt er sich das hinter die Ohren. Na okay, ja, ich besorg dir dein Kraut. Ich besorg dir dein Taranis-Kraut. Exzellent! Aber achte darauf, es nicht zu gewaltsam aus dem Erdreich zu entfernen. Zum Dank sollst du eines meiner Elixiere erhalten. Hoffentlich was Besonderes. Kräuter und Tinkturen. Okay. Ja, kannst du auch mein Lehrer sein? Kannst du mir etwas beibringen? Was? Oh, ja, später vielleicht. Zeig mir deinen Kram. Soll mir recht sein. Oh, Kristallohrring, Stichwaffenalchemie Astralsicht, Schlösserknacken Astralsicht, Kristallsplitter, ah ja. Feuerring, ganz viele Zauber, Schlangenwurzel, oh. Schick. Geisterpaste. Ah ja, hier haben wir etwas, was dauerhaft den Wert erhöht. Schattenelixier. Dauerhaft List plus 5, Trank der Klingen. Ah, ihr seht schon, das sind dann die Tränke, die später ganz, ganz wichtig werden. Geist plus 5, List plus 5. Ja, ja. Das wird doch kompliziert später, wenn wir die ganzen Tränke zusammenbrauen müssen. Aber okay.
Dann haben wir eine weitere Aufgabe, das Taraniskraut zu sammeln. Und da können wir jetzt draußen tatsächlich im Umland von Taranis erstmal ganz, ganz, ganz viele Aufgaben bearbeiten. Das könnte lustig werden, aber erstmal zwei andere Sachen. Erstmal Abbas. Abbas, wir haben eine kleine Kristalllieferung von einem verschwundenen Gnom für dich, der jetzt nicht mehr ganz so verschwunden sein sollte. Der Gnom Lami gab mir noch eine letzte Lieferung für dich mit. Fleißiges Kerlchen. Was hat er für mich? Diese Kristalle und Edelsteine sind für dich. Guter Humi. Dafür hast du dir eine große Belohnung verdient. Nein, Mann, ich brauche doch die Diamanten. Was kannst du verkaufen? Cookie Lucky. Oh Mann. Ich habe in einer versteckten Höhle im Brunnen einen Gnom gefunden. Er sagt, sein Name sei Lami. Lami gefunden? Ist er okay? Ich denke schon. Vielen Dank für diese gute Nachricht. Ich habe mir schon große Sorgen gemacht. Bitte, bitte. Lami ist dein Lehrling, ja? Ja. Er war ganz plötzlich weg. Aber Wachen sagen, dass er das Lager nicht verlassen hat. Guter Arbeiter er war, wenn Lami nur wieder bei Abbas wäre. Soll ich Lami für dich wieder zurückholen? Lami, guter Arbeiter. Wenn Humi sich um Lami bemüht, dann Abbas gib ihm Gold. Ich werde mal sehen, was ich für Lami tun kann. Du bist ein starker Humi. Viel Glück. Der Gnom im Loch. Für wahr, wo war denn Zack hier? Wo war nochmal der Gnom Zack hier? War das der Gnom am Strand? Ich bin mir gerade unsicher. Zack hier, Zack hier, Zack hier. Okay, dann müssen wir noch einmal ganz schnell runtergehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, da hatten wir die Diamanten. Und ich, ehrliche Haut, gebe die ab. Darf ja nicht wahr sein. So. Bleib genau so, bitte. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ich bin gar nicht da. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass es einfach werden wird, Lami zu überzeugen. Mir gefällt es ja scheinbar ganz gut hier unten. Lami. Lami, Lami, Lami. Ich habe mit deinem Meister Abbas gesprochen. Lami keinen Meister hat, Homi. Eigener Meister. Oh, ist der süß. So, so. Abbas sagt aber, dass du immer ein guter Arbeiter warst. Jip, jip. Lami immer fleißig, immer arbeiten. Aber Lami arbeitet jetzt für sich selbst. Willst du mit mir zur Oberfläche kommen? Wenn Lami wollte, wäre er schon zurück. Bleibe hier. Hier unten gibt's gar nichts zu holen. Das stimmt, du bist doch ein Dieb. Du bist doch ein Dieb. Hier unten gibt's doch nichts zu holen. Das sagst du, Homi. Lami bleibt hier unten. Okay, darf man fragen, wieso? Mein Meister wird nicht glücklich darüber sein, dass Lami einfach seine Arbeitsstätte verlassen hat. Lami will keinen Ärger kriegen. So schlimm wird es schon nicht sein. Lami besser nichts mehr sagen. Sonst erzählt Homi alles zum Meister und Lami kriegt Ärger. Was willst du hier unten mit Kristallen? Lami sammeln ganz viele Dingi für Aurikulki. Wenn Lami hat Berg voller Glitzersteine, er kann sterben mit Ehre. Verstehe ich nicht. Macht nix, Homi. Bist kein Gnom. Danke, danke. Das Ganze wird, glaube ich, viel, viel schwieriger als gedacht. Der gute Lami ist echt hartnäckig, oder? Oder? Finde ich schon. Naja, schnell raus hier. Und das alles habe ich übersehen. Ist ja der helle Wahnsinn. Ganz zu schweigen, dass man eine Trophäe dafür bekommt, wenn man den findet. Also scheint das nicht gerade alltäglich zu sein, dass man hier, ja, sich hier reinsteichen und in diesen Brunnen hinabkriecht. Also... Nee, Lucky, Lucky. So eine Scheiße, nicht nochmal. Das war aber die falsche Stimme. Ja, mal schauen, was Abbas jetzt dazu schon wieder sagt. Wo war denn Zack hier?
zuhören! Immer auf den Nebenmann achten! Ah, durch den Brunnen kommt man auch in die Höhle. Jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Aber es... Zack hier! Du hast also den Schlüssel von Meister Faruko. Faru? Zack hier, nix wissen, wovon Homi redet. Faruko, der Magier. Oh, Zaubermann. Ja, Zack hier kennt Mata Faruko. Aber nix Schlüssel. Homi woanders suchen. Na, komm schon. Komm schon, Kleiner. Wer hat den Schlüssel? Gut, Zack hier überlegt. Jip, jip, Zack hier sich erinnert. Homi, welcher macht Wäsche, hat Schlüssel. Vetranio, so Name von Homi. Danke. Mit Vetranio sprechen, das wird immer spannender. Aber's? Lami möchte im Brunnen bleiben. Wirklich? Na gut. Ich werde später selbst nochmal nach ihm sehen. Danke für deine Mühe. Mann. Talbot, Vetranio, der macht ja die Wäsche. Die Frage ist, wo ist der? Vetranio? Hartwig? Wie viel Gold haben wir mittlerweile? 5700. Vetranio? Zuhören! Immer auf den Nebenmann achten! Ihr müsst euch gegenseitig denken. Im Angriff gewinnt ihr den Kampf. Aber ja. Maurizio, wir haben alle verstanden. Achtet auf das Schlachtfeld. Vetranio. Agila. Vetranio. Vetranio. Zakir sagt, du hast den Schlüssel von Meister Faruko. Schlüssel? Ich? Du musst dich irren. Und überhaupt, wer ist Zakir? Einer der Gnome hier im Lager. Dämmert's jetzt? Nein, mit denen habe ich nichts zu schaffen. Schon vergessen? Ich muss mich doch um die Wäsche kümmern. Also schlage ich vor, du sprichst mit diesem Zack hier oder von wem du auch immer deine Informationen bekommst. Wegen Farukos Schlüssel. Das war wohl nichts. Ein Apfel. Jetzt mal unter uns. Wo hast du den Schlüssel? Ich sagte dir doch schon, ich habe den Schlüssel nicht. Glaub mir, ich bin eine ehrliche Haut. Ich weiß ja nicht. Rück ihn gefälligst raus. Hey, ganz sachte, ich hab ihn nicht. Das musst du mir schon glauben. Das darf doch nicht wahr sein. Jede Information hat ihren Preis. Wie viel verlangst du? Mann, behalte dein Gold. Ich habe den verdammten Schlüssel nicht. Zack hier, du kleiner Mistkerl. Wenn ich jetzt den Zack hier Seele verloren habe, dann gibt's aber Ärger, ne? Genau 200 Proviant übrigens. Zack hier. Ich warne dich, Freundchen. Vetranio sagt, er hat den Schlüssel nicht. Wäsche, Homi, nix Schlüssel? Dann jemand anderes muss haben den Schlüssel. Sicher, Magnus ist General von Homis. Ja, klar. Du willst mich wohl verscheißern? Ich zähle jetzt bis drei. Wenn der Schlüssel dann nicht in meiner Tasche ist, dann... Aber sag hier nix! Eins. Wirklich, Homi muss glauben! Zwei. Okay, Homi hat gewonnen. Sag hier gelogen, aber machen gut und geben Schlüssel an Homi. Hier. Na bitte, warum nicht gleich so? Armer Vetranio. Und einen Seelenwert verloren, na super. Böser Zack hier. Gut, ich würde sagen, räumen wir noch ganz schnell die Kiste leer. Und dann war es aber auch. Wir haben die ganzen Magier kennengelernt und können beim nächsten Mal weitermachen, indem wir vor Taranis, oder eher gesagt vor dem Lager hier, Stück für Stück die ganzen Aufgaben erfüllen. Denn da wartet ja noch einiges auf uns. Ihr wisst ja, jetzt heißt es, die Aufgaben erfüllen, die wir angenommen haben. Farukos Truhe. Wein, Kristallbeutel. Zack, hier ist Aurikulki. Er hat seinen Namen mehr oder weniger fehlerfrei. Bringt Zakias Aurikulki zurück. Ach, so hat er die Kontrolle über Zakir bekommen. Er hat ihm das Aurikulki gestohlen. Und das war eine Pfeife?
Jetzt wird's interessant. Vielleicht bekommen wir auch einen Diamant als Belohnung, dass wir es gefunden haben, das Aurikulki. Ich habe dein Aurikulki gefunden. Zakir dachte, Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matar Faruko. Jetzt braucht Zakir neue Versteck. Bessere Versteck. Du machst das schon. Jip, jip. Zakir ist schlauer als jeder Homie. Naja. Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Dingi. Verwandelt Kraut in Rauch. Schmecken prima. Du rauchst? Ja, aber nur, wenn niemand guckt. Zakir will ja nicht teilen müssen. Das ist sehr, sehr ungesund, mein Freund. Sollte man nicht machen. So, Kristallbeutel. Kristallbeutel, dafür müssen wir 2 Stück haben. Faruko, 4, Nergal, 2. Immerhin 6 Stück, danke, danke. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Oh Gott, wo die wohl sind? Magische Kristalle. 158, du Schande, das ist viel. Aber okay, da würde ich sagen, wie bereits angekündigt, beim nächsten Mal geht es dann ab hier in das Umland von Taranis. Wir verlassen das Lager endlich, muss ich beinahe sagen, und werden uns dann aufmachen, um hier die wunderschöne Landschaft von Taranis zu erkunden. Ja, wir werden anfangen da mit dem Haus am See. Da ist der See, da ist das Haus am See, wo ja angeblich den Fischern etwas passiert sein soll. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist auch schon eine halbe Ewigkeit her, als wir die Aufgabe angenommen haben. Und dann können wir auch direkt das Taraniskraut suchen. Dann haben wir schon mal 2 Aufgaben abgearbeitet. Dann befinden sich dort oben über dem Hut und dort bei dieser Hütte Minen, die wir für unseren guten Magnus absuchen sollen. Und ja, Stück für Stück werden wir uns hier einfach ein wenig umsehen und die ganze Insel kennenlernen. Ich freue mich drauf, nur mal ganz kurz. Da ist eine Mine, da ist eine Mine, da ist der See, da ist das Haus. Das gibt's beim nächsten Mal und ich freue mich schon drauf, denn wie gesagt, dann fängt der Spaß erst richtig an. Vielen Dank fürs Zuschauen und das war's hier mit den Magiern von Taranis.